Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der dänischen Rubbelei. Drei tolle Lose habe ich vor mir liegen und es ist wirklich viel Spielspaß bei diesen Losen dabei, denn wir haben hier einmal so ein Eldorado-Los. Da rubbeln wir verschiedene Pyramiden auf und schauen, ob wir da was gewinnen. Dann haben wir hier den Klassiker Crossword und hier ein ordentlich großes Los. Es kostet 50 Kronen. 7,5 Kronen sind ungefähr 1 Euro. Das heißt, hier bewegen wir uns so bei guten 6 Euro. Und ich würde sagen, wir legen das hier erstmal zur Seite und widmen uns erstmal diesem schönen Los hier. Das Eldorado-Los. Es sieht wirklich sehr cool aus. Hat so was ja, Aztekenmäßiges, finde ich. Hier mit dem Tempel und dem Gold und von der Spielsystematik her mag ich das sehr gern. Wir rubbeln jetzt hier Zahlen auf und dann brauchen wir halt die Zahlen in den Pyramiden. Und wenn wir eine komplette Reihe freigelegt haben, haben wir den dazugehörigen Betrag gewonnen. So funktioniert das gute Los. Und ich lege jetzt einfach mal los, Rubbelfreunde. Hier haben wir die 75. Sind die Zahlen denn sortiert? Die sind aufsteigend. Das ist schon mal gut. Dann hat man nämlich es ein wenig einfacher, die Zahlen zu finden. Von links nach rechts sind sie aufsteigen. Wären die jetzt noch durcheinander? Rubbelfreunde, ich sage euch, da würde ich aber wirklich zum Überseher werden. 29, das ist die nächste Zahl. Also die Spielsystematik finde ich wirklich gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von dieser Spielsystematik. Ob ihr da auch Fans seid oder er nicht und sagt, nee, also ich brauche beim Robelos ganz klar dreimal das gleiche Symbol und dann habe ich gewonnen. Nur das ist für mich der wahre Rubbelspaß. 45. 45, jetzt hier aber ganz genau. Adlerauge sei wachsam. 45. Hier unten bei 600.000 Kronen. Das wäre aber natürlich ein Fest. Das ist nämlich eine ganze Stange Geld bei unseren dänischen Rubbelfreunden. 19. Der Däne ist auf jeden Fall auch ein Rubbler. Das merkt man ganz klar an der Auswahl der Rubbellose. Die haben wie das Crossword-Los, das Los, haben natürlich auch Lose mit gesteigertem Spielspaß. Spielspaß und Spannung, könnte man fast sagen. Oh, hier geht es noch weiter. Ne, 74. 74 haben wir hier. Dann haben wir hier die 77. Hier unten. Also die 600.000, da gehen wir unaufhaltsam drauf zu. 66, eine Schnapszahl. Jetzt müsste ich euch einen ausgeben, Rubbelfreunde. 66. Die haben wir wieder hier unten, also da kann ich mich bislang nicht beschweren. 44 und dann haben wir hier extra Zahlen nochmal, drei Stück. Die 44. 43. Hier ist sie. 3. Die haben wir hier. Und die 70. Jetzt kommen wir hier so bei den kleineren schon ein bisschen näher an Gewinn dran, denn wir brauchen beispielsweise hier nur noch die 14 und dann hätten wir schon das Doppelte des Lospreises gewonnen. So schnell kann es gehen. So schnell. 16. Mal hier. Es hat ja fast ein bisschen was Meditatives, die Rubbelei hier. 51. Nicht umsonst höre ich manchmal das Lob, dass ich die Leute sehr gut in den Schlaf reden kann mit den Videos. Das freut mich immer sehr. 51. Ich mache mir auch ganz gerne mal YouTube-Videos an, um mich sanft in den Schlaf zu begleiten. 55. Habe ich was hier übersehen? Die 55. Hier ist sie. Die Zahlen können ja auch doppelt vorkommen. Das ist hinlänglich bekannt.
Das ist die 53. Ne? 48, 4, 8. Mal hier. Dann geht es weiter mit der 27. Die 27. Haben wir hier einmal. Und das war es auch mit der 27. 88, noch eine Schnapszahl. 88. Aber hier wieder bei unserem Top-Gewinn. 32. Mal hier. 400 Kronen, das würde ich auch über mich ergehen lassen. Und hier unten nochmal die 32. 80. Oh, 4 und 12 und dann haben wir zugeschnappt. 4. Haben wir noch irgendwo anders die 4? Nee. 13. Ein Zähler weniger hätten wir gebraucht. 13. Haben wir hier. Und lass mich noch mal kurz hier was prüfen. Ja. Die 84, die haben wir hier oben. 84 und hier auch. 52. Und wir haben unseren ersten Gewinn in Höhe von 30 Kronen. Das ist doch schon mal super. 30 Kronen ist eine ganz feine Sache. Die Kosten des Loses haben wir wieder raus. Achso, ich war noch gar nicht fertig, ne? 52 haben wir die noch irgendwo. Ne, die 53 haben wir. 63, das war jetzt die nächste Zahl. 63. Die haben wir hier. 42. Also da legen wir noch was nach. Ich habe heute ein gutes Gefühl. 53. Haben wir hier. 73. Auch wieder eine hohe Zahl. Ich habe das Gefühl, die hohen Zahlen haben wir jetzt schneller abgefrühstückt. 38. 38 ist also eine mittlere Zahl. Es geht wahrscheinlich bis 90 wahrscheinlich, ne? 38. 47. Haben wir hier. Und hier. 37. Freunde, hier. Hier haben wir sie. 89. Jawohl. So viele Zahlen sind es, glaube ich, gar nicht mehr. 41. Die 6. Mal hier. Und einmal hier, nein, Rubbelfreunde, die 76 fehlt uns noch. Boah, das ist so Gold in Gold übergegangen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich habe 10.000 Kronen gewonnen. Oh, mit der 6 sind wir jetzt schon sozusagen am Ende gewesen. Aber wir haben noch hier die drei Extrazahlen. Das ist einmal die 26.
Dann haben wir hier die 72. Und zu guter Letzt die 61. Ja, wir haben gewonnen und zwar 30 Kronen. 30 Kronen haben wir gewonnen. War denn noch irgendwas dabei? Die 34. War die beispielsweise noch dabei? Eldorado, das ist doch mal ein guter Start für so ein feines Los hier. Mit der 52 und 84 30 Kronen gewonnen. Sehr schön. Ich schaue da eben nochmal drüber. Und dann machen wir dieses tolle Crossword los. Wir machen erst das los hier. Das 50 Kronen Millionen los. Ich denke mal, sowas in der Art wird die Überschrift bzw. der Titel des Loses sein. Millionen Jagden. Ja, Jagd auf die Millionen. Das ist so frei Schnauze übersetzt mit meinen paar Brocken Dänisch. Ich kann kein einziges Wort Dänisch, Rubbelfreunde. Hier benötigen wir dreimal den gleichen Betrag, beziehungsweise wir können den auch zweimal haben, wenn wir das Sternsymbol haben. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an hier bei Spiel Nummer 1. Die Spiele sind durchnummeriert. Hier haben wir jetzt zweimal 10.000, 75, 50 und zweimal 1.000, kein Stern. Das einzige Sternchen hier im Raum bin ich, Rubbelfreunde. Und hier haben wir 5. Spiel Nummer 3. Es lässt sich so ein bisschen schwerer rubbeln, diese beschichtete. Ist ja alles beschichtet, aber ich meine diese glitzernde Beschichtung. Die ist immer so der neue Angstgegner von mir. 75, 50. Nee, die Millionen sind es noch nicht. Man kann tatsächlich 1.000.000 Kronen hier gewinnen. Das ist schon eine ganze Menge mit einem Rubbel los. Das wäre aber so ein kleines, feines Spiel mit vier Beträgen. Hier kommen wir jetzt wieder zu einem anderen Spiel. 6 Beträge, aber auch das hat uns nicht wirklich was gebracht. Nee, wir brauchen das Sternchen, glaube ich. Bislang sieht das nicht so gut aus. 7. Mit dem 7er machen wir natürlich weiter. Und hier haben wir das Sternchen. Nein! Ich habe gedacht, wenn wir Sternchen haben, dann vollenden wir auch. Wir haben den Stern, aber halt unterschiedliche Beträge. Das ist natürlich nichts. Spiel Nummer 8. Nein. 9. 2x75. Jetzt wäre der Stern vonnöten gewesen. Ne. Spiel Nummer 11. 16 Spiele gibt es. Das ist auch eine Menge. Für 6 Euro, knapp gute 6 Euro, ist das hier schon eine Menge Rubbelspaß, ne? 75, 50, nein. Spiel Nummer 12, das ist wieder klein und fein. Aber auch hier nicht von Erfolg gekrönt. Spiel Nummer 13. Oh, richtig wegrubbeln hier. Nee. Nummer 14, so viele Spiele sind es nicht mehr. So langsam müssten wir zu Potte kommen. Nee. Spiel Nummer 15, das vorletzte Spiel schon. Und auch hier versagen wir kläglich das letzte Spiel. Nein, kein Stern, keine gescheiten Beträge. Also ist millionenlos, das war nix. Das war nix. Uns hat sie auch noch schwierig rubbeln lassen, Rubbelfreunde. Was haltet ihr davon? Davon werde ich aber kein Freund. Hier, das legendäre Crossword-Rubbellos. Das ist genau meine Kragenweite. Und wir haben hier sogar noch ein Bonusspiel. Das ist bei den Crossword-Losen. Es gibt ja dieses Doppel-Crossword-Rubbellos, Rubbelfreunde, hört mir auf. Und dann haben wir hier erstes Bingo-Los und jetzt zwei Lose, bei denen man sich hochkonzentrieren muss. Das ist ja klar. Wir fangen an und rubbeln. Oh, das lässt sich wunderbar rubbeln. Und haben ein U, wie hier in Juice.
Juice, da muss ich sofort an einen Charakter aus Sons of Anarchy denken. War schon ein kleiner Verräter, glaube ich. Mich erinnern zu können. Bin ja aber so ein Serien-Junkie. Manchmal, ich habe da immer so Phasen. Vorbildfreunde, welche Serien guckt ihr so gerne? Tee. Haben wir hier. Breaking Bad, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy habe ich wirklich auch mehrfach geguckt. Ich hätte mir fast ein Motorrad gekauft, Rubbelfreunde. Und mich umbenannt in Jack. Wir haben hier mit dem Tee, konnten wir gut abreißen. Mit dem T haben wir. Oh, ein O. O ist eigentlich auch immer gut. Hier gibt es unterschiedliche Arten von O. Es gibt halt noch so ein O mit so einem Strich durch. Macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ein A mit so einem kleinen Punkt drauf. Ja, das hier ist es. Ein A mit so einem kleinen Pünktchen drauf. Haben wir auch hier noch beim Bonus E. Eigentlich fängt es gut an. Die E's holen wir uns jetzt hier ab. Amok. Was sind das für Wörter? Ja, mit den E's konnten wir auch was reißen. R. Hier. Okay. Wie viele Buchstaben brauchen wir überhaupt, damit wir was gewinnen? Wörter. Wie viele Wörter brauchen wir? Wir brauchen 3 Wörter, dann haben wir 30 Kronen gewonnen. Das Los kostet 30 Kronen bei 10 Wörtern. Das wäre Jackpot. 600.000 Kronen. Also 3, 4, 5 Wörter, das wäre schon. Wäre eine feine Sache. Ach J, hatte ich noch gar nicht fertig geschaut, so richtig, glaube ich. Aber nee, K. Inkop. K. Hier bei Sko. Amok. Und hier. I. P. Da habe ich auch schon welche gesehen. Paradies. Paradies, das Pada fließt, wie ich zu sagen pflege. Oh, hier haben wir noch ein R. Inkrat. P. PR, ne? Das kann man mit dem. Oh, hier haben wir das O mit dem Strich durch. Haben wir den dänischen Rubbelfreund unter uns, der uns mal so ein bisschen zu dem O mit dem Strich aufklären kann? M. Haben wir hier in Amok. Oh, das K haben wir hier natürlich auch. Jawohl. Ein A. Und es sind noch ein paar Buchstaben. F. Hier erwarte ich wirklich noch was. Ich glaube ganz fest, hier kommt noch was, Rubbelfreunde. Drückt die Daumen. Das F. N. C.
Und wir haben hier ein Wort, Juice. Ha. So viele Buchstaben sind es nicht mehr in Y. DYK. Das F hatten wir noch. Und dann waren das schon unsere Hauptwörter. Wir haben aber noch hier die Extra-Buchstaben. Buchstabenwörter, das bringe ich auch durcheinander, ne? Die Extra-Buchstaben. Mal schauen wir nochmal, was wir rausholen können mit einem G. Nimm B. Ein V. Was hat uns denn jetzt hier noch so gefehlt, warum wir hier nicht so richtig zum Zug kamen? L und S. D. AE. LIS hier. Das beschreibt das, was uns fehlt, eigentlich ganz gut. Obwohl das I hatten wir, ne? Ja, LS. Ne, das war leider nix. Wir sind nicht auf drei Wörter gekommen. 100 Kronen, 400 Kronen. Na. Rubbelfreunde, das war ein dänischer Rubbelspaß. Zwei Lose haben so ein bisschen enttäuscht, aber hier im Eldorado los. Im schönen Eldorado los, da haben wir dann alles rausgeholt, was rauszuholen war mit den 30 Kronen. Jawohl, dann war's das von mir, Rubbelfreunde. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, macht's gut.